Wir haben immer weniger Tiere pro Quadratmeter. Und hier ist es uns wichtig, dass da auch was gemacht wird. Ich möchte, dass meine Tiere, die ich so erzeuge, wie ich sie erzeuge, wo ich auch vollkommen hinterstehe, was in Ordnung ist, an der Ladentheke auch dementsprechend honoriert werden. Ich möchte keine Hilfen, ich möchte keine Beihilfen. Ich möchte, dass die Sachen ordentlich vermarktet werden. Gerade in der letzten Zeit haben wir sehr viel Negatives erfahren müssen in der Landwirtschaft. Zum Beispiel über die Diffamierungen unserer Kinder. Sie mögen in der Schule nicht mehr erzählen, dass sie von einem Hof kommen. Sie werden dann ausgelacht, sie werden beschimpft, ihre Eltern werden als Tierquäler dargestellt. Und das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist und wo wir dringend was machen müssen. Wir haben die Kühe nicht mehr in Anbindung. Wir haben große, helle Laufställe. Wir behandeln unsere Tiere gut. Wenn es einem Tier schlecht geht, muss es natürlich Antibiotika bekommen. Kriegt ein kranker Mensch auch, aber bei den Tieren darf es nicht. Die sollen so gesund bleiben. Das passt nicht. Da muss man auch die Ideen, die man hat, mal zu Ende denken. Neben der Wirtschaftlichkeit ist der bedeutendste Punkt, der mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, dass die politischen Parteien, oder einige politische Parteien, NGOs und andere Gruppierungen doch sehr das Thema Tierhaltung emotionalisieren und mit einer Ideologie dort herangehen, wie die Tierhaltung in Zukunft sein soll. Ich hoffe, dass die Politik bei Gesetzesänderungen, die wahrscheinlich in Zukunft auch anstehen werden und auch müssen, sich darüber Gedanken macht, dass nicht nur die emotionale Schiene betrachtet wird, sondern auch vor allen Dingen die Erfahrung aus der Wissenschaft, der Forschung, der Beratung und von der Landwirtschaft selbst da Beachtung finden. Denn ansonsten wird die Landwirtschaft überfordert werden und viele Betriebe werden einfach aufgrund der Überforderung die Schweinehaltung oder auch andere Tierhaltung aufgeben. Ich sehe die Zukunft für meinen Betrieb gut. Ich muss mich auf starke Preisschwankungen einstellen. Ich brauche für meinen Betrieb aber eine gewisse Planungssicherheit, damit ich mir gewährleistet ist, dass ich bestimmte Erweiterungen auch finanzieren kann und dass sie auch möglich sind. Ich bin auch noch gerne Landwirt, aber im Moment kommen da so Momente, wo man an sich zweifelt, hast du es richtig gemacht? Und ich bin jetzt auf dem Weg, wo die nächste Generation vielleicht in 5 Jahren die Richtung einschlägt, Landwirtschaft oder nicht Landwirtschaft. Im Moment sage ich ganz klar, lass die Finger davon.